Wo? Steuer hin. Wir haben ja jetzt schon ein Schiff. Ja, so in etwa. Fehlt nur noch eine Piratenflagge. Hast du noch... Nein. Drei Seile oder sechs Blätter? Weder noch. Na gut. Es regnet. Dann bekommen wir vielleicht was Schönes auf dem Floß. Okay, ich bewege mich hin. Bist du bereit? Ja. Okay. Ich gehe. Hoffentlich lohnt sich das. Das lohnt sich. Ich spüre das. Nur Steine, Planken und Schrott. Aber dafür ein paar mehr. Ich weiß nicht mehr, was ich fürs Vogelnest brauchte. Egal, scheiß auf das Vogelnest. Aber Möwen? Nein. Willst du eine Hängematte? Nein. Dafür brauchst du Federn. Für Federn? Nein, nein. Dann brauchst du Vögel. Ich hab schon wieder Hunger. Ich will keine Hängematte. Wo wollen wir uns denn aufhängen, hä? Wir haben keine Bäume. Ja, aber ein Teppich. Reduziert Splitter in den Füßen. Ah? Ja, auf jeden Fall. Weil uns das bisher so Probleme bereitet hat. Ja. Scharniere. Um die craften zu können, brauchst du Metallbarren. Mhm. Ach. Ich brauch Essen. Hat der Junge gefischt? Ja, tatsächlich. Ja, mache ich die ganze Zeit. Ich fress einfach alles, weil ich ein Fettsack bin. So, ich habe schon wieder einen neuen platziert. Den kleinen kannst du essen. So. Nein, ich habe Dreckwasser gesoffen. Ja, das ist natürlich nicht so gut. Schon wieder. Wie oft soll mir das dann noch passieren? Keine Ahnung. Oh Gott. So. Was ist jetzt die Sache? Wir brauchen Seile. Ja. Drei Seile brauche ich noch. Komm sofort. Ich muss nur was trinken, sonst bin ich gleich tot. Und ich angel nochmal. Jetzt mit der Metallangel. Ja, das ist sofort mehr Glück. Ja, dann angel ich ab sofort nur noch große Fische. Stell dir das mal vor. Na, ja, dann schmeißt es ja gerade über Bord. Wie viele Seile wolltest du? Eins. Drei. Vier. Drei. Gucken. Ob wir das schaffen. Meine Schubpflanze ist gewachsen. Ja, ist doch gut. Was bringt uns diese Pflanze? Weiß nicht, sie ist schwarz und steckt in einem stinkenden Schuh. Ah. Klingt nicht sonderlich gut. Nein! Ich habe einen rohen Fisch gegessen. Und ja, ich angel viel mehr große Fische. Echt? Ja. Ich habe aber zwei große Lachse gehabt. Kann man aber auch benutzen, oder? Ja. Ja, gut. Wie viel? Ein Seil? Drei brauche ich. Nein, zwei. Hier hast du schon mal eins. Gut, ich habe mir nämlich gerade noch mal eins selber gemacht. Jetzt habe ich drei. Na, also. Oh, eine Insel. Links. Okay, ich steuere sie mal. Ja, mach mal. Okay, nein. Es fehlt immer noch ein Seil. Ich hatte extra gewagt. Knabber, knabber macht hier hinten. Oh, dann klatschen, ei. Ja, kann ich ja nicht. Geh weg. Ach, Drecksau.
uns ein Stückchen geklaut, der Sack. Meinst du, die Insel lohnt sich? Moment, muss ich mir genau ansehen. Ja, auf jeden Fall. Also da, da können wir auf jeden Fall drauf. Da kannst du mal deinen Anker gleich mal werfen. Ich sag dir Bescheid, wann. Jo. Möglichst nah ran sollten wir gehen, denke ich. Ja, weil ich kann das Schiff nicht drehen, also soll das mal. Ja, das wäre ja auch blöd, sonst haben wir die ganze Zeit die Netze am Ende im Rücken. Richtig. Ich glaube, unter Wasser könnte auch noch was liegen, so wie es aussieht. Dann machen wir gleich mal eine Tauchtour. Ich würde sagen, hier kannst du den Anker setzen jetzt. Ja, guck mal, hier unter Wasser, das ist doch alles Schrott, oder? Was wir hier aufsammeln können. Ist der Anker gesetzt? Gut. Ja, da ist unten. Stimmt. Ja, mit dem Haken. Alles klar, das ist doch gut. Du kannst es abbauen. Au. Oh, der Blutkopf. Ah, der Hai. Moment, da machen wir den Haiköder. Stimmt. Was ist denn los? Da können wir hier zumindest ein bisschen Haiköder ablenken. Jetzt als allererstes, ich werde doch mal. Wir brauchen rohe Fische. Ja, das macht nichts. Dann angel ich jetzt gleich nochmal welche. Aber vorher möchte ich gerne, zwei Schrott brauche ich. Die haben wir hier. Gut. Erst einmal eine neue Axt machen, damit ich hier weiter abbauen kann. Dann holen wir uns erstmal das hier von der Insel. Dann angel ich und dann können wir uns, den Köder bauen und dann können wir auch tauchen und dort unten alles abbauen. Ich finde, das klingt doch ganz ordentlich. Klingt nach einem Plan. Ja, für meine Zeit, wie kommen wir denn jetzt da hoch? So. Ich hab nicht hingeguckt, mach's nochmal. Oh, hier war eine Kiste mit ganz vielen Planken. Also das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ich kann unsere Kisten gleich randvoll machen alle. Ja. Ganz hoch kommen wir aber nicht. Nee, das glaube ich nicht. Aber hier hat sich anscheinend jemand niedergelassen, denn hier oben ist irgendwie so aus Schrott und Holz so eine kleine Wand gebaut. Das sind Kokosnüsse, kannst du die irgendwie abhacken? Wenn ich den Baum fälle, dann bekomme ich Kokosnüsse ein paar da raus. Dann hau ihn um. Mach ich ja die ganze Zeit. Oh, Wassermelonen. Die nehme ich mit. Oh, die sind bestimmt sehr gut. Die geben bestimmt auch viel Wasser und Essen wieder. Ich habe Kerne und Melonen. Perfekt. Wo ist die denn her? Ach, hier hinten bist du auch. Ja, genau. Ah. Hier sind Mangos. Hier kommen wieder Kokosnüsse. Also wir bauen jetzt unbedingt irgendwas zum Anpflanzen. Egal ob groß oder klein, Hauptsache wir können schon mal Wassermelonen oder sowas machen. Okay. Wir können schon einen besseren Haken mittlerweile machen, den Schrotthaken. Ja. Das ist nicht schlecht. Nur ein Bolzen und zwei Schrott bräuchte ich noch, da könnte ich den machen. Weiß nicht, was man für einen Bolzen braucht. Wahrscheinlich Metall. Nee, also da ganz oben kommen wir leider nicht hin. Es sei denn, wir bauen unser Floß jetzt zu hoch. Okay. Also. Oh, der Junge nervt mich. Hier, ich hab mir was Schönes geholt. Kannst du mir noch ein Seil geben? Leider keins. Zwei Palmblätter? Ein Palmblatt habe ich. Okay, Mist. Was brauchen wir dann noch?
Weil dann können wir uns noch ein Netz machen, dann haben wir hier die Reihe komplett voll vorne. Ja, da hinten sind auch welche. Gucken, ob ich was geangelt, dann komme ich nicht ran. Nee, dann mache ich erstmal den Köder. Warte, ja. Zuallererst. Der beißt schon wieder hier mitten rein. Set down. Ja, er ist tot. Das heißt plündern. Jo. Ganzen Metallschrott mitnehmen. Denk da, dass du auf deine Luft achtest. Ja. Mein Häkchen ist kaputt. Mist. Ja gut, dann mache ich das hier weiter und du guckst mal wegen dem Haikopf irgendwie. Mhm. Ja, wie holt man den? Ja, das habe ich mich auch gefragt. Vielleicht mit einer Axt oder irgendwas zum Schneiden, ne? Also Axt und Haken habe ich schon probiert. Da wird ja auch nichts angezeigt, wie bei den Sachen hier. Ne. Fällt ja einfach nach unten und ist weg. Ich muss jetzt erstmal was trinken. Sonst kann ich mich nicht schnell bewegen. Das ist doch ein Witz, dass hier nichts fertig ist. Bei dem einen ist gar kein Salzwasser drin und bei dem anderen sind keine Planken oder was? Ja. Was soll das denn? Weiß auch nicht. Mann, ich muss schnell was trinken, damit ich wieder tauchen kann, bevor der nächste Hai kommt. Das kriegen wir hin. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Mach schneller. Und wieder runter. Der nächste Hai ist da. Oh, das gibt's doch nicht. Ich komme wieder hoch, schnell. Schnell, 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 schnell. Okay, was ich geholt habe ist... Na, Moment. Oh, verdammt, ich hab ja Hunger. Ich habe 8-mal Lehm geholt. Und einmal Sand. Okay. Und Seetang. Ich habe ein Scharnier bekommen. Perfekt. Liegt hier beim Bolzen mit drinne. Yep. Der große Grill. Der Achso, da brauchen wir ja Metallbarren. Ne? So, ich angel noch mal ein bisschen was, damit wir noch mal was zu essen haben. Brauchen Trockenziegel für den Schmelz. Dafür brauchen wir Sand und Lehm. Haben wir. Ja, wir brauchen 2 Sand und 2 Lehm für einen Ziegel. Und ich habe 1 Sand und 6 Lehm. Ah, jetzt ist erledigt. Vielleicht finden wir irgendwo einen Metallbarren. Nein, ich glaube, wir können nur Metallerz finden. Mist. Ich habe schon wieder so eine Kerzenflasche gefunden. Ja, alles her damit.
Doch eigentlich ganz schön hier an der Insel. Ja. Kann man sich doch niederlassen. Wenn die Bäume respawnen, dann auf jeden Fall. Na, ich glaube, das werden sie nicht. Och, ich habe ja gar nichts mehr, weder Speer noch... Dass ich das jetzt erst merke. Hm. Oh Mann. Wir sind schon Profis hier. Ja. Dieses Fass da vorne, das mich die ganze Zeit anlacht. Ich hab schon wieder Hunger. Ja, jetzt kommt das Essen. Kannst du noch mal eine Planke dazu setzen? Ich kann aber nicht schnell laufen, also gedulde dich. Guck mal, mein Fisch. Kannst du sehen in meiner Hand? Das ist ein dickes Ding. Ich setze dir mal deine Kerze, die setze ich mal hier zum Netz. Ich weiß nicht, wie die angehen. Das weiß ich auch nicht. Wir müssen mal gucken, ob wir irgendwie Feuerzeug oder so erforschen können. Ne. Na gut, ich schalte ja immer neue Forschungs... Ich meine, wir haben doch hier auch eine Fackel. Die hast du doch gesetzt, oder? Ja, die ist auch geforscht. Aber die war an. Oh, vielleicht kann man die dran anzünden. Immer. Drücken oder halte die Taste. Hä? Das kann ich denn nicht sanft drehen. Das Ding. Ne, kann man nicht anzünden. Schade. Ich hab ja immer noch Hunger, wieso esse ich denn nichts? Fertig. Ja, gute Frage. Ach komm, für den Planken jetzt. Ich glaub, gleich falle ich einfach um. Dann beeil dich und iss was. Ja, koch schneller. Jetzt decke ich dir das vor der Nase weg. Ich hab da so gut wie nichts mehr drin in der... Aber trinken tue ich jetzt alles erstmal. Aber mach's dann auch direkt wieder voll. So, bitteschön. Ich habe noch zwei Fische im Inventar, das heißt, wenn du die beiden aufgegessen hast, kann ich den nächsten brennen. Ui. Gerade noch überlebt. Ich würde sagen, wir fahren weiter, oder? Bei erst brauche ich nur einen Speer und Haken. Moment. Machen wir erst nochmal Pause. Erstmal gucken, ja, Speer, Haken müssen wir auf jeden Fall noch machen. Ich bräuchte auch noch einen Haken. Ja, das ist jetzt wunderbar. Ja. Jetzt verlieren wir unsere Treppe. Na super! Das war's mit dem Entern. Ja. So, Speer gucke ich jetzt mal. Da, Speer. Können auch verbessert machen, warte mal, was brauchen wir denn? Hm. Ach scheiß, Metallbahn. Haben wir nicht. Ah, super. Na gut. Einen Speer. Wenn wir noch drei Schrott und einen Bolzen hätten, könnte ich einen Schrotthaken machen. Bolzen haben wir doch. Einen Schrott. Ja, Bolzen nein. Nicht, aber drei Schrott brauchen wir noch. Hast du nur noch. Hier, ich gebe dir erstmal. Hier. Ja, hab ich. Hier. Vielleicht kannst du hier noch was abbauen. Hoffen wir es, aber ich sehe hier gerade keinen Schrott mehr. Oh nein, jetzt bin ich reingefallen. Nein, da ist doch keiner mehr. Da kommt der Hai. Aua. Nein, da ist kein Schrott mehr. Aber ich habe noch einmal Sand geholt. Das heißt, wir können uns einen Ziegel machen. Ja, gut. Na gut, dann mache ich lieber nochmal einen normalen Plastikhaken. Du hast auch keinen Haken mehr? Nee. Gut, meiner ist auch bald kaputt. Dann stelle ich mir sicherheitshalber auch schon mal den her.
So, den hast du einen Ziegel. Hast du? Jupp. Müssen wir erst trocken machen. Ja, den muss ich hier jetzt platzieren, dass das getrocknet wird. Jetzt wollte ich mal mit dem Bauhammer was gucken. Mal kurz gucken. Ja, gut. Oh. Ja, jetzt wird das doch langsam was, hä? Ja. So, der hintere Teil ist jetzt erstmal so ein bisschen dicht. Gut. Hoffe, der beißt da nicht rein, aber ich glaube schon. Ja, ich denke schon, aber da müssen wir den halt davon wegstoßen. Reparieren kann ich das ja zum Glück immer. Ne? Hör ich den schon wieder? Was war das für ein Geräusch? Okay, nee, anscheinend doch nicht. Ich dachte gerade. Ja, auch, dass der Sack der jetzt wieder was kaputt macht. Weil hier ist eine Planke kaputt. Ja gut, mach ich mal hier reparieren. Der hat schon einiges wieder beschädigt. Vor allem, was ich nicht verstehe, ist, dass er hier mittendrin immer angreift. Vielleicht wegen unserem Ankerloch. Das könnte sein. Das wäre aber doof. Ja. Siehst du, wenn ich jetzt ein Nest hätte, würde die Möwe bei uns wohnen. Tja. Weißt du, was ich dazu sage? Ah. Hier. Ja, das sage ich dazu. Was ist das denn? Erhöhter Boden. Ach ja. Ach ja. Ach ja. Moment. Okay, hast du noch Holz? Eins. Ja, das kann sogar schon reichen, das eine. Ich pack's da rein. Was hab ich denn da gemacht? Na, siehst du? Da ist doch mal was. Ja, schick. Wenn wir noch mehr Holz machen, da kann ich, da mache ich hier vorne noch so einen erhöhten Boden hin und den erhöhten Boden umzäune ich dann auch nochmal. Oh, also wird doch langsam was. Hier oben kann ich mich jetzt hinstellen zum Angeln. Bis der große Fisch wiederkommt und ist einfach kaputt. Ja. So, wollen wir los? Oder willst du noch angeln? Der schwimmt direkt auf mich zu. Ich glaube, der hat was Böses vor. Komm her. Ja. Siehst du direkt das Neue? Was ich sagen würde, ist, dass wir hier erstmal eine Aufnahmepause machen. Oh, ja, stimmt ja. Ganz vergessen. Oh. Die könnten wir machen, ja. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal wieder zu einer neuen Folge von Raft. So heißt das, ich hab's ganz vergessen. Ja. Ganz vergessen, wie es heißt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, komm, ja. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.